Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ja, die Capture-Karte habe ich eingebaut. Ich habe auch schon aufgenommen. Ich habe Rack Central erst gestartet. Die wurde auch angezeigt. Natürlich musste ich sie erstmal updaten und so. Das habe ich alles aufgenommen. Und beim Rundgucken, weil hier irgendwie Schatten, ich habe gerade das LED-Licht angeguckt und gucke, Mensch, irgendwie komische Schatten und nehme meine Platten oben vom PC ab. Also ich habe so Dämmplatten da drauf, also ist von dem Gehäuse aus, von Be Quiet. Comic mit einem kleinen Finger an den Ausknopf und schaltet sich aus. Naja, okay. Machen wir nochmal auf. Ich muss mal hier die Kamera nochmal. So. Dass ich sehe, wie groß ich bin und wenn ich euch was zeigen will. So, hier haben wir dann das Licht. Rainbow. Och nee, das sieht ja ekelhaft aus. Ne, ich lasse das klassische Rainbow, obwohl das Rainbow. Das hat mir auch gefallen. Ich guck nochmal das. Rainbow. Dann geht es von der Mitte vom Board aus um die Karte so rum. Alter Schalter, kann das hell sein. Also bei der alten Karte war es nicht so hell. Uiuiuiui. Ne, dann machen wir mal Speed, nehmen wir runter und die Helligkeit machen wir auch mal runter. Ne, das ist zu dunkel. Ist schwach, aber zu dunkel. Ja, so ist eigentlich ganz angenehm. So, komplett. Ja, doch ein bisschen heller. Geschwindigkeit, alle zu und so kann das so bleiben. So, hier haben wir die Karte. Wir können hier halt PlayStation 5, PS4, PS5, iPhone, Switch oder Other einstellen. Wir können auch hier HDCP anklicken. So, dann kommen wir zu der Seite. Das gab es damals auch nicht, diese Webseite. Hier steht dann halt übersetzt, hatte ich ja vorhin schon aufgeklickt. Das bei der PS3 kann man das nicht abschalten. Da müsste man dann halt den Komponentenkabel nehmen und den dann halt zu HDMI umwandeln. Ich habe noch einen alten HDMI-Switch, der das HDCP-Signal rausfiltert. Den habe ich noch im Schrank irgendwo. Den hebe ich mir schön auf. Hier müssten sie auch mal nachbessern, dass hier echt mal auch Deutsch rinkommt. Check for Update. Und hier können wir dann einstellen HDMI-Version. Da wollen wir uns natürlich nicht begrenzen. Wir wollen nicht auf 1.4, 2.0, 2.0 mit 120 Hertz runter. Wir wollen komplett das Oberste, logischerweise. Ja. Und hier sind die Ressourcen. Warte mal, da muss ich jetzt mal hier übersetzen mit meinem Handy. Was das bedeutet. Oh, da Google Übersetzer. Kamera. So. Zack, Foto. Und von Englisch ins Deutsche übersetzen. So. Hinzufügen von Auflösung und Bildwiederholraten zum GC575. Schritt 1. Wählen Sie eine unerwünschte Auflösung aus der linken Spalte, also da, und eine gewünschte Auflösung aus der rechten Spalte.
Schritt 2, klicken Sie auf Wechseln, um die gewünschte Auflösung auf Ihrem Gerät zu verschieben, und klicken Sie auf Übernehmen. Okay. Erweiterte Auflösung im Einzelnen. Wählen Sie den GC-Port. Umschaltbare, schaltbar, erweitert, voraussetzen. Voraussetze. Ja, da komisch übersetzt. So, wir haben jetzt natürlich 4K 60, 4K, nee, 1000, das müsste 1440p sein mit 60, 1080p mit 120 und 1440p mit 120. Ich will aber hier 1440. Achso, nee, hat er. 1440 mit 60, 120 und 1080p mit 240. 120 ist das höchste. Und hier haben wir nochmal 1440p mit 120. Aber das ist nicht 1440, 1080. Dann könnte man das jetzt hier so tauschen. So, seht ihr das? Nochmal, haben wir hier 60. Zack, wollen wir nicht. Können wir so lassen. So, dann haben wir hier Assistent. Dauert immer ein bisschen. Müssen wir warten. Hierüber habe ich das Update gemacht. So. Update abgeschlossen. Wir sind jetzt auf Version 1.0.5.7. Beschreibung der neuesten Version. Optimize Pass-Through. Okay, Pass-Through wurde optimiert. Beschreibung der App. So. Hier haben wir dann mein System, mein PC heißt Odins PC, logischerweise. Ich bin auf Windows 11 Pro in der 64-Bit-Variante. Hier ist Computer Inc. Ich habe das ROG Crossair 8 Dark Hero, Revision X0X. Computer Desktop, ich habe einen Ryzen 9 3950X, also einen 16-Kern-Prozessor. Speicher habe ich 32 GB. Das ist das nächste, was ich mache. Auf 64 GB hochgehen, aber halt nicht 4 Riegel, sondern 2x32. Aber dann auch was schneller, nicht 3000, sondern halt schon 3600 oder sowas. Mal gucken, was mein Board da alles unterstützt, hat mir noch nicht schlau gemacht. Eine Grafikkarte habe ich, eine Nvidia GeForce RTX 3080 und Auflösung habe ich 4K, weil ich habe hier 4K Monitor, der einzige, der obere ist noch ein HD Monitor und hier meine Festplatten. So, Einstellungen, Sprache Germany, Software 1.2.0.17. Software-Update, Benachrichtigung erhalten, wollen wir haben. Wir können jetzt nicht hier Installation klicken, weil wir haben es ja schon installiert. So. Gucken wir mal nach. So,
Dann haben wir auch mal die Version hier. Ja. Ich habe ja noch meine Rack-Version, also meine Rack Central 4-Version. Deinstallieren. Weiter. Von der GC573. Will er hier nicht? Also ja. So, ach doch, er macht. Ich wollte jetzt nicht deinstallieren und wieder installieren. Macht man eigentlich, aber ich mache meinen PC demnächst sowieso komplett neu. Sie haben erfolgreich AvaMediaRack deinstalliert. Bitte klicken Sie auf Fertig beenden. So. Jetzt ist. Achso, der hatte deinstalliert. Ach Mann. Gott sei Dank habe ich mir ja mein Profil gespeichert. Weiter. Stimme in Nutzung für. Weiter. Also das neue Licht, das, ich habe ja vorher halt nur hier praktisch, das hier hat geleuchtet, das Stücke hier, also warte mal, so, das hier, was hell ist, und hier das Viereck. Ja, und jetzt ist es halt praktisch hier einmal komplett rum und halt über die komplette Breite. Die neue ist auch ein Stück breiter als die. Also es sieht wirklich schön aus und auch die ist ein bisschen schmaler und ein bisschen dicker, also mit den Rillen dann zusätzlich noch. Also das sieht wirklich sehr gut aus. Finde ich vom Optischen so ja besser als die alte. So, jetzt starten wir Rack Central. Also der hat, Rack Central hat ja meine erkannt, aber es soll wohl was Neues in Rack Central sein. Wenn man aufnimmt. Jetzt hat er halt no Signal. Ah, gut, mein Profil und so ist alles noch da. So, Karte, logischerweise, Kamera erkennt er jetzt nicht, weil die Kamera ja hier jetzt an ist, ist ja klar. Wir gehen mal hier rauf. Ah, ne, wir müssen hier rauf. Da. Auswählen. So, jetzt haben wir einfach die neue aus, also hier praktisch die Capture-Karte geändert. Wir gehen aber mal hier rauf. So, 5 Stunden kann ich aufnehmen. HDR, ich hatte doch hier bei dem alten, hatte ich hier noch was. Oder habe ich den hier? Ah, hier. Okay. Gut, da kann ich nur 12 Stunden aufnehmen. Hier kann ich nur 5 Stunden aufnehmen. Das ist halt alle Tier auf HDR optimiert. So. Nvidia H264 High 4K, logischerweise. FPS. Mehr als 60 geht immer noch nicht. Videobitrate 150. Machen wir die Hälfte von dem, also das Doppelte von dem, was wir haben. Das wären 120, dadurch sind die Dateien halt ziemlich groß und dauert ewig zum Hochladen, aber soll ja gut aussehen. Hohe Leistung, Standard, gute Qualität. Leistung ist mir egal, gute Qualität. So. Bleibt auch hier gespeichert. So, hier haben wir dann nochmal die Haupteinstellungen, können wir halt sagen, umbenennen. Hier können wir den Codec einstellen, brauchen wir nicht, die Karte wählt es automatisch. Ich bin jetzt halt auf dem Nvidia Codec, aber sobald ich jetzt ein Spiel anmachen würde und dann sagen würde, ich schalte HDR an, würde das automatisch hier den Codec wechseln und von Nvidia, also NVENC 12, wechseln auf P010, also hier unten P010, das wechselt er automatisch rauf.
Hier kann ich nichts einstellen. Ich könnte manuell, aber ich lasse da automatisch. Farben habe ich jetzt hier nicht angepasst. Das mache ich dann wieder in OBS. Okay. Dann gehen wir nochmal zu den Einstellungen auf Updates überprüfen. Ist die aktuellste Version? Auf Update überprüfen. War auch keins. So, aber hier können wir uns jetzt schon mal angucken. Treiber und Firmware. Wir sind jetzt bei Treiber 10.0.2261.2506 und Firmware sind wir bei 1.0.5.7 und dann halt was lange in Klammern. Update überprüfen bringt natürlich nichts. PCI-Information, Name, LiveGamer 4K 2.1, PCI-Pfad, dann steht hier der PCI-Pfad, wo wir sie jetzt gerade eingesteckt haben. PCI-Geschwindigkeit 3 von 3. PCI-Bandbreite 2x2. Also wir haben das höchste, was war, 3 von 3 und 2x2. Hier Name vom PC ist dann halt hier nochmal und welche BIOS-Version, da sind wir auch auf dem aktuellen Stand. Also hier sollte es keine Probleme geben. Hier auch HDCP ist an, ja, logischerweise, wenn wir ausmachen würden, würde er hier nicht mehr machen. Deutsch, Fahrt, gucken wir nochmal, H. Ja, H ist richtig, das hat da noch alle drin, die Einstellung. Ich habe nämlich eine M2 SSD, 500 GB, extra nur für die Aufnahmen, weil normale HDD und dann hatte ich ja dann eine SSHD, also eine Mischung aus HDD und SSD, die sind dann mittlerweile schon zu langsam für 4K-HDR-Aufnahmen. Deswegen habe ich mir eine M2 geholt, die schafft das mit den Aufnahmen und da gibt es dann auch keine Probleme. So, Hotkeys können wir setzen. Profil ist ja alles da, brauchen wir ja nicht wiederherstellen. Ja, okay. Gut. Dann werden wir jetzt mal die PlayStation anmachen. Und wir haben PlayStation-Bild. Und jetzt müsste eigentlich HDR-Einstellung von der PlayStation kommen. Weil die alte Capture-Karte, wo sie ja vorher angeschlossen war, ja, konnte ja zwar HDR, aber VRR nicht. So, ich mache das mal groß, das Bild. So. Wir können jetzt hier das Bild kleiner machen. Das ist der größte, das lassen wir auch so. So, hier können wir mal HDR einschalten. So, jetzt wackelt das hier alles. So, bum, bum, bum. So, nicht wundern. So. Und jetzt gehen wir mal auf Einstellungen. Bildschirmvideo und dann gucken wir mal, was jetzt geht. So, die aktuelle Videoausgabe. Auflösung ist 4K mit 60 FPS. HDR. HDCP ist aus. Datenübertragung 4K 60 Hertz verwenden aufgrund der begrenzten Datenübertragung von HDMI 2.0 Farbformat anstelle von RGB genutzt. Habe ich irgendwo? Ich kann das doch eigentlich. VRR automatisch. Ihr Gerät und ach so, mein ja,
Der Monitor unterstützt das ja nicht. Die Capture-Karte unterstützt das schon, aber der Monitor unterstützt das ja nicht. So, weitere Informationen. Achso, da muss ich erst warten, bis der neue Bildschirm da ist. Der soll ja übermorgen Montag kommen. So. Wartet mal, wenn ich jetzt. Ich habe eine Idee. So. Ich habe jetzt mal das ausgestöpselt. Start nochmal neu. Ich habe jetzt mal den Monitor abgeklemmt, weil die Strecke alles so eigentlich ist, von der PlayStation in den Verteiler hierher, ist eigentlich so eingestellt, dass alles 4K HDR kann. Jetzt werden wir mal überprüfen. Und der Monitor kann auch HDR, aber nur 60 FPS und kein VRR und kein ALM. Jetzt gucken wir einfach mal. Jetzt habe ich den Monitor abgeklemmt. Also überprüft praktisch die Capture-Karte bzw. die PlayStation nicht, was in der Kette irgendwo schwächer ist. Sie ist jetzt praktisch die Capture-Karte. Sozusagen der Monitor, und der Monitor kann ja dann halt 120 FPS. Beziehungsweise die Capture-Karte. Bildschirm, Video. Unterstützt VRR, wird nicht unterstützt. Warum wird VRR nicht unterstützt? Moment. So. Um jetzt wirklich alles auszuschließen, habe ich jetzt die PlayStation direkt mit einem HDMI, kein Splitter dazwischen, PS5 direkt mit einem 3 Meter HDMI an die Capture-Karte angeschlossen. Das Bild sieht auch hier schöner aus jetzt im Programm von der Karte. Das kann es aber eigentlich nicht sein, weil beide Splitter können 4K 60 FPS, 120 FPS, VRR und allem. Weil im Fernseher habe ich es ja auch. Also ich habe ja ein 1:2 und dann geht eins hoch zum Fernseher, eins hier rüber zum Wechseln, damit ich halt nicht die Kabel immer umstecken muss, weil der HDMI-Port von der PS5 ein bisschen empfindlich ist. Abidele. So, Bildschirm und Video. Informationen. VRR wird nicht unterstützt.
Erkennt ihr jetzt immer noch den Bildschirm oder nicht? Weil eigentlich ist die Capture-Karte ja im PC und die sollte jetzt als Bildschirm hier angezeigt werden. Das werden wir auf jeden Fall nochmal testen. Ich werde das Video erst bearbeiten, wenn der neue Monitor da ist. Und wir werden das auch mit dem neuen Monitor testen noch. Aber ich stecke das jetzt erstmal wieder um. So, habe es mal wieder alles umgeklemmt. Immer nein, eingeschaltet, wenn unterstützt. Das macht er jedes Mal, macht er das. Wir konnten früher den Codec auch mal anpassen. Also wir haben jetzt YUV422, aber wir konnten den früher selber mal anpassen. Den konnten auch sagen RGB24 oder so. Okay. Ach nee, Quatsch. Ich wollte ja was anderes. Ich wollte hierauf. Einstellungen. Quatsch, wo war denn das? V-Sync um. So. Wo war denn das? Ach, hier war es über. Also wir konnten hier eigentlich auch mal uns das anzeigen lassen mit der alten Capture-Karte. Ich nicht. So wie hier konnten wir eigentlich hier über einfach sagen, hier check mal, und dann hatten wir eine Liste mit allen möglichen Größen und was geht und was nicht geht. Nee, da warten wir noch ab, bis der neue Monitor da ist.
Das will ich dann mit dem neuen Monitor auch testen. Den wollte ich eigentlich gar nicht kaufen, aber ein Drittel weniger, als er normalerweise kostet, da konnte ich nicht widerstehen. Und wie es jetzt aussieht, ist er doch das Beste. Wir gucken noch mal. Was hier geht. Ja, der sagt halt, dass es halt nur 4K mit 60 geht. Ich habe hier keinen 120 drin, weil der hat ja den Monitor erkannt und der Monitor kann das ja nicht. Denke ich mal. Der HDMI-Port, genau. Extended. Wählen Sie den GC-Port. HDMI-Version. Ja, da steht, was er kann. HDMI 2.1. Kompatibilitätsanpassung. Wenn der HDMI-Standard den Bildschirm nicht anzeigen kann, versuchen Sie die Version zu wechseln, um eine bestmögliche Kompatibilität zu erzielen. Yep. Maximale Auflösung, die von jeder HDMI-Version unterstützt wird. So, und wir haben jetzt 2.0. Da ist 60. Der Monitor kann ja auch nur 60. Der hat ja auch nur HDMI 2.0 dran. So. Hier macht er gar nichts. Doch da. Auflösung ändern. Sie können die Videoauflösung des HDMI-Ausgangs auf die optionale Auflösung,
optimale Auflösung für Ihren Monitor einstellen. Wenn Sie die Auflösung des Monitors, den Sie verwenden, nicht möchten, nicht in der derzeit verwendeten Auflösung erhalten, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um den erweiterten Auflösung zu ersetzen. Sie benötigen, um eine steht aber auch nicht da, was ich machen kann. Jupp, das liegt halt jetzt an meinem, so wie ich das jetzt verstehe, liegt das an meinem HDMI. Also der HDMI ist ein 2.1, aber der Monitor hat nur 2.0 und der Monitor kann auch nur mit 60 FPS. Dadurch ist es begrenzt. Obwohl, dann würde er ja auch 1440p nicht mit 120 machen. Ich könnte morgen mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe noch ein 3 Meter Kabel da, den einfach mal hier lang gelegt nochmal. Den räume ich ja danach wieder weg. Und den an den Fernseher angeschlossen. Weil dann müsste die Capture-Karte ja den Fernseher erkennen und nicht den Monitor. So, ich habe mal was geändert. Wir begrenzen dem auf 120 FPS. Wo ist denn meine Maus? Ah, da ist er. So. Name nicht bekannt. Aber es flackert. Also hier jetzt nicht, aber am Bildschirm flackert's. Gut, das kann aber auch sein, weil es zweimal so ein 3 Meter Kabel hierher geht und dann geht es in die Capture-Karte. Dann geht einer wieder rüber zum Fernseher. Aber ihr seht, es wird unterstützt. Wir haben jetzt hier 4K 60 FPS, 12 HDR. So, machen wir mal aus, nochmal an. Ja. So. Habe ich mich geirrt. Ich habe gedacht, da hat das jetzt angezeigt, aber hat das nicht. Ich habe das verwechselt. So. Falscher. Das ist es. So. Ah, guckt mal an, hier steht auf immer viel mehr da. So. Dann nehmen wir mal diese 1440p mit 60 raus und das tauschen wir mit. Nee, habe ich mich geirrt. Ist doch nicht mehr.
Ist alles 1440p. Steht immer noch mit 60. Okay. Aber der TV flackert auch. Jetzt hat er kein Signal, jetzt hat er wieder Signal. So. Aber wenn wir jetzt hier raufgehen. Ne, hat sich auch aufgehangen. Zu viel umgesteckt am laufenden Programm. So. Und wenn wir jetzt hier rausgehen, Bildschirm, und ist aktuell immer noch 1080 4K mit 60, weil so wird halt die Leinwand dargestellt. RGB, Videogerätinformationen. Wir haben eine Unterstützung für VRR, für allen, steht nicht da. So, wir können jetzt hier auch überprüfen, automatisch. Alm, aber auch automatisch, ist nicht aus. Ja, dann hat es halt daran gelegen. Warte mal, wir müssen jetzt mal kurz. So, ich mach mal minus 1. Das hilft beim Fernsehen nämlich, dass ich habe ja auch, wenn ich den Fernseher jetzt direkt an der PlayStation habe, ach, und da steht es still. Habe ich nämlich genau das gleiche Problem, damit es halt ab und zu mal weg ist. Also sonst nicht beim Spielen, aber bei COD ziemlich oft. Und da hat mir, wer war das, Sascha? Nee. Ach Gott. Wer hat mir das empfohlen? Ach ne, ich kann ja jetzt nicht ewig weit zurückscrollen. Jedenfalls hat mir das jemand in meiner Telegram-Gruppe empfohlen. Und das habe ich auch gemacht. Und es funktioniert am Fernseher. Und jetzt funktioniert es hier auch. Ich sehe gerade wirklich, ohne dass es flackert, weg da. Weil das war jetzt nicht nur, dass es eine ganze Weile da war, dann war es weg kurzzeitig und wieder da. Manchmal war es auch bei COD etwas länger weg. Wenn du mitten bei den Zombies bist, ist das halt doof. Jetzt ist es wirklich konstant. Und hier war es eben nämlich nicht nur halt kurzzeitig weg, sondern komplett da, weg, da, weg, da, weg, da, weg, da, weg, da, weg. Ja. Und jetzt ist es hier schön da, dann kann ich das mal überprüfen. Das sieht doch gut aus. Also er unterstützt es aber halt hier nicht. Achso, ja, das ist glaube ich nur der Path-Through-Ausgang. 4K nur bis 60 FPS. Und aufnehmen kann ich ja hier auch nur bis 60 FPS, obwohl halt mehr da möglich wäre. Settings, da unten. Alles 1440p. Die kann er mehr, plus. Okay. Gut. Das ist ja unwichtig. Hauptsache, der zeigt das jetzt hier richtig an. Und so wie es aussieht, funktioniert das sehr gut. Also, ich gucke jetzt gerade auf den anderen Bildschirm. Es funktioniert hervorragend. Ich finde auch hier also ist jetzt nur mein persönliches Empfinden. Ich finde die Farben jetzt hier, wenn ich jetzt im ersten Augenblick gucke, finde ich die Farben hier etwas kräftiger. Wenn ich mir jetzt so, warte mal, mit Rot hier,
finde ich den Rotton etwas kräftiger und die Übergänge ein bisschen sanfter irgendwie. Also ist jetzt aber nur mein persönliches Empfinden. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob es nicht stimmt. Also keine Ahnung. Ich sag nur, was ich sehe. Und rein, wo wir hingucken, finde ich die Farben jetzt etwas kräftiger. Auch hier das Rote. Das war vorher auch rot. Auch giftig, richtig giftig rot, aber nicht so giftig. Also sieht schon geil aus. Sieht schon geil aus. So. Ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Ich werde das dann am Montag, wenn mein neuer Monitor kommt, nochmal testen. Vielleicht mache ich dann nochmal ein Video oder hänge das hier hinten ran, das weiß ich noch nicht. Morgen können wir dann, kann ich schon mit der Capture-Karte dann streamen. Ich bin mal gespannt, ob es im Stream auch Auffälligkeiten gibt, ob es kräftiger ist, ob die Farben besser zu sehen sind, weil ich musste die mit der alten Capture-Karte in OBS ein bisschen hochregeln, die Farbe, minimal, weil die bestimmt, zum Beispiel bei COD, wenn du auf die Wunderwaffe gehst, da hat man ja so eine rote Schrift. Und die war nicht richtig rot, die kam so eher so ein bisschen orange rüber im Stream. Und die habe ich dann halt ein bisschen angepasst, dass denn rot rot ist und dass es halt, also in der Mitte, das war, konnte ich nicht so hier treffen, weil es war außen rot, in der Mitte eine andere Farbe, ich weiß jetzt nicht gerade welche. Das habe ich nicht ganz so gut getroffen, aber ich habe so getroffen, dass es halt rot-rot ist und blau-blau und dass es halt vernünftig aussieht und ein bisschen die Farben halt kräftiger sind. Ich bin mal gespannt, wie sich das hier verhält. So, nichtsdestotrotz mache ich hier erstmal einen Cut. Vielleicht kommt noch was, vielleicht kommt auch gar nichts und ich mache ein separates Video. Ich weiß es noch nicht, aber ich sage auf jeden Fall erstmal bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.